Und einen wunderschönen guten Tag. Achso, ja, raus. Ich habe mir überlegt, die technischen Sachen werde ich erstmal beantworten. Ja, ja, mach mal. Und alles andere dann du. Und wenn ich noch was dazu hinfügen kann, dann tue ich dann das. Machst du, dann ich und du und ich. Kann man sagen. Gut. So, aber ich glaube, ich könnte jetzt nochmal in die Facebook-App geben und könnte sogar vielleicht das lesen. Einfach geladen. Oh, Scheiße. Vielleicht sollte man sich erstmal vorstellen, wer hier eigentlich wer labert. Du bist? William. Was fährst du? Die KTM EXC 530, die weiße. Und was ist da vorgefahren? Eine DRZ. DRZ, der King. Rock'n'Roller. Fahr ich immer noch. Der rote Baron. Ja, ich bin Martin. Ich fahre die rot-blaue DRZ. Die phasenweise auch mal Babyblau war, aber das ist schon lang, lang, lang her. Ja, was machen wir hier überhaupt? Ja, ein Frage- und Antwort-Video. Ein Frage- und Antwort. So einen richtigen Vlogger. Das ist richtig cool. Wir hatten da mal eine Anfrage gestartet, da kamen jetzt ein paar Fragen schon zusammen. Ich überhole rechts hier alle, sehr nice. Vollidiot. Autofahrer Tourette. Nee, ist echt zum Kotzen, echt. Ja, ein paar Fragen sind es auf jeden Fall schon zusammengekommen. Ja, auf schon Instagram was gesehen. Und auf Facebook. Ich guck mir erstmal jetzt Instagram durch, wa? Ja, genau. So, Nick Lasi Official fragt, welche Kamera habt ihr für die Nachtaufnahmen in Berlin benutzt? Ich glaube, da meint er den Nightride mit und filmen tun wir mit einer Nikon D3300. Um das mal jetzt so einzuordnen, die Aufnahmen sind relativ gut geworden für so eine Einsteigerkamera, weil Berlin sehr hell ist, auch bei Nacht. Weil das Objektiv, was wir dran hatten, waren 24 mm 1,4. Da geht richtig viel Licht durch. Und dann haben wir das Ganze auch mal gut entrauscht in der Nachbarn. Deswegen sieht das so relativ gut immer aus. Und man denkt mal, auch bei Nachtaufnahmen kann man alles in die Tonne treten. So dunkel war es dann letzten Endes gar nicht. So. Wie wartet ihr die EXC? Wie warte ich die EXC? Also im Handbuch steht drin, alle 15 Betriebsstunden soll man das Öl wechseln. Darf man aber nicht vergessen, dass man, das ist darauf bezogen, dass die Enduro-Betrieb bewegt wird, also ordentlich durchgeknüppelt. Ich fahre sehr meistens auf der Straße, ganz entspannt. Da vorne ist der Aventador wieder. Oh. Ist ja sehr weit gekommen. ich fahre sehr hauptsächlich auf der Straße, relativ entspannt, gibt wenig Vollgas. Also ich mache alle 20 Betriebsstunden, habe aber auch schon bei vielen gelesen, ach du, ich mache alle 40 Betriebsstunden. Muss jeder für sich wissen. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie viele Kilometer das nun schlussendlich sind. Es variiert ja, ob du Enduro oder Straße fährst. Ich finde es 20 Stunden, ich gucke rauf, mach's einfach und dann gucke ich auch meistens mir gleich die Ventile nochmal an. Also das Ventilspiel. Getriebeöl ist eigentlich, sagt man so, alle 6000 Kilometer kann man das mal machen. Da ich aber viel auf dem Hinterrad fahre und ich den scheiß Überlauf nochmal, irgendwie muss ich das nochmal anders machen. Somit läuft mir halt das Getriebeöl, wenn ich ganz weit hinten fahre, dann direkt in den Vergaser wird mitverbrannt. Max von HWK hat mir mal so einen kleinen Trick gezeigt, da einfach so einen Schlauch hochlegen. Muss ich mal machen irgendwie vielleicht. Mal sehen, wenn ich das mal mache. Welches 50 Kubik Moped empfiehlt ihr in der mittleren Preisklasse? 2.000 bis 3.000 Euro. Roller. Sorry, also da... 50 Kubik ist eine Rollerklasse, ja. Roller, wirklich. Dann hol dir so eine Zweitaktmöhre, einen Roller oder eine Simson oder so. Ja. Hau da einen Krümmer ran, wenn du Bock hast. Fahr das Ding, bis du dein A1, A2, was weiß ich, machen kannst. Definitiv. Und dann holst du dir eine 125er Zweitakt auch, würde ich dir empfehlen. Oder ja, halt wirklich für den großen Scheinspann. Ganz ehrlich, für 2.000 bis 3.000 Euro, ey, da kriegst du schon eine gute 125er Zweitakt. Ja, du kriegst für 3.000 gar nicht mal vor so langer Zeit eine DRZ, ne? Ja. Also man muss das immer wirklich so vergleichen. Aber nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr, aber eine DRZ für 3.000 oder, weiß ich, eine Derby Sender oder Aprilia, diese 50 Kubik Dinger, die Odelo hatte. Also ich weiß nicht, ich finde das... Ich finde, es ist rausgeschmissenes Geld. Ja, also dann doch lieber warten. Achso, du hatte gefragt Lukas H2001 und Samuel hatte gefragt wegen der EXC. DXR7, wann macht ihr eine Tour und kommt ihr auch nach Rheinland-Pfalz? Also dieses Jahr keine Tour mehr, ne? Nee, also nächstes Jahr. Wir hatten eigentlich viel geplant. So keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ja. Ja, wir haben viel geplant. Zeit ist okay, aber die echte Zeit ist einfach nicht vorhanden. Ich habe jetzt ein Wochenende im Monat, jeden Monat. Da
ja, ist dann halt nicht viel mit, ich fahre mal irgendwo hin. Ja, und Geld ist aber eigentlich auch nicht. Also ich muss jetzt bei meiner XC, muss ich jetzt, also will ich jetzt den Kolben gerade wieder machen, den Zylinder nochmal anschauen und dann, nee, für sowas erstmal nächstes Jahr. Duva Berlin, wie lange fahrt ihr schon? Macht es Spaß? Also wir haben mehrere Fragen, wir machen Stück für Stück. Wie lange fahrt ihr schon? Fährst du schon nicht? Ich fahre seit 2014 erst. Davor bin ich ein bisschen Roller gefahren, aber seit 2014... Ja, also seit 2014 fahre ich richtig. Also 2 Jahre. Ja. Ja, ja, ich fahre so... seit 2006. Ich war jetzt über 10 Jahre schon. Da war ich in der 6. Klasse. Ja, Glückwunsch dazu. Erstes Ausbildungsjahr. Macht es Spaß, in einer Großstadt zu fahren, wie Berlin, wegen dem Verkehr? Aber ja, wir fahren eigentlich immer raus. Ja, ich fahre immer raus. Ja, also ich fahre, also ich finde es ganz angenehm, so Erledigungen zu machen in Berlin mit Motorrad. Weil du hast Spaß auf jeden Fall schon mal den Stau. Du fährst halt einfach Busspur vorbei, an der Abbiegerspur vorbei oder durch den Stau. Ja. Und sparst den Stau und du sparst dir den Parkplatzsuche. Ja, das aber das sind Sachen, Fall, die machst du halt mit dem Roller auch, ne? Ja, dafür habe ich zum Beispiel einen Roller, weil mit einer EXC ist sowas Schwachsinn. Also das ist kein, ja, ich fahre mal zum Bäcker oder ich fahre mal einkaufen Motorrad. Eine DRZ auf jeden Fall auch nicht, die sollte man auch erstmal schön warm fahren, lalala. Aber jetzt allgemein sollte man mit einer EXC jetzt nicht einfach irgendwie in die Stadt fahren oder so. Das ist Schwachsinn, das ist Kilometerverschwendung. Da nehme ich dann einfach meinen Roller, meinen 125er, fahre in die Stadt. Fertig. Aber auch ohne Verkehr, also bei Nacht ist dann wieder was anderes, irgendwie wie Nightwide, ne? Dann hast du halt die großen, breiten Straßen, ohne Verkehr, schön beleuchtet, dann macht es wieder Spaß. Ja, ist dann auch wieder cool, ja. Also als hier Delo und so da waren, das war schon echt geil gewesen. Da ja, nachts so durch die Stadt, das war auch in der Woche. Nee, das war unter der Woche war es auch, ja. Ja, aber auch selbst als wir am Wochenende gefahren sind, war es halt auch mega geil. Ja, oder Halloween Run und Christmas Run, wo es ja eigentlich auch noch ging. Das ist halt mal lustig, mit ein paar Wheelies zu ziehen und wie die Leute haben dafür immer relativ viel Verständnis. Also ungläubige Kopfschütteln und so sieht man selten. Und seine Frage zuletzt, könnt ihr eine Honda XR 650 SM fehlen, sofern ihr sie kennt? Also, kennst du sie? Das ist die wassergekühlte. Ja, ich kenne sie, habe damit mal gar keine Erfahrung. Die gibt es Standard, glaube ich, gar nicht als SM. Nee, die aber baut die man ist, sich um. Ich glaube, die ist aber krass. Also die ist... Denn interessiert sich sehr für die, aber die, ja, die ist eigentlich, warte mal, Honda XR? Honda XR 650. Ach so, ja, die ist krass, die ist echt geil. Die, die ist wirklich geil. Die selten, ich dachte, die standfest ich diese und hat Leistung. Ja. Also Glenn findet die irgendwie auch ganz geil und hat sich dafür schon mehr interessiert, aber es ist schwierig, so eine zu finden. Ja, die gibt es echt selten, ja. Schon ein ordentlicher Dumper, mal. Plajkovic fragt Halloween White und sein Geben, ja. Also wenn Wetter passt, ich will es nochmal machen. Ich fand, das war eine der besten Ausfahrten. Wenn Motor passt, dann ja. Ja. Ich verkleide mich diesmal als Fee, das ist noch viel witziger. Als was? Als Fee, ein Tütü. Ich dachte als Fee. Ich musste einfach nur den Feld als Kuli anziehen. Oh. Davi, Triebtäter, also Sau. Zu welchem Zeitpunkt habt ihr erkannt, dass ihr als Juniorenabteilung der Triebtäter-Crew besser durchstarten könnt als hingegen eine eigene Crew? Ja. Ich weiß nicht. Erstmal, hä? Wir haben den Witz vielleicht nicht zu 100% verstanden? Doch, ich habe ihn verstanden. Halt im Maul. Haben wir noch nicht eingesehen. Ich glaube, wir haben auch einfach gar nicht die Skills, dass wir bei dir mitmachen können. Vor allem seid ihr mehr die Enduro-Fahrer und wir ja die Straßenstrohler. Genau, die Straßenstrohler. Ich glaube, wir sind so uncool für deine Crew, Lavi. Tut mir leid. Luwe. Wie seid ihr auf euren Crew-Namen gekommen? Was steckt dahinter? Wir haben lange überlegt. Es hat echt, also... Wir haben 10 den Minuten. Führerschein, nee. Wir haben den Führerschein 2013 alle gemacht. Zu Beginn waren wir nur zu dritt. Haben dann... fesseln wir so dicht auf, das ist Spaß. haben den Führerschein halt geplant, dachten also, oh ey, geil, super Retards und so. Oh, wir müssen auch eine Supermoto kaufen. Ey, und auch... Auf jeden Fall eine Crew gründen und dann hatten wir erst so, die ersten Überlegungen waren so, ja, Kolben-Klemmer-Crew. Nee, hatten wir schon irgendwie Gas-Heads oder so? Oder nee, Quatsch, Gas-Heads, Alter, die Quatsch, Gas-Heads die haben uns ja von uns jetzt abgeklaut. Oh. Nee, auf jeden Fall wollten wir uns Crackheads nennen und dann habe ich mal bei YouTube habe ich da Crackheads eingegeben und dann kommen dann diese ganzen
Crackheads, diese ganzen Idioten, die halt Drogen, also ihr ganzes Crack nehmen und nicht drauf klarkommen und völlig verpeilt und Aber Crackheads und irgendwie so eine Assoziation zum Motorrad wäre schon sehr gut. Ja, wir dachten uns erst cool, haben wir aber dann auf jeden Fall noch nicht gemacht. Irgendwann kann man auch noch Fatheads. Ja. Guck mal, der Motor in dem Pins schön. ja, genau. Ja, was steckt dahinter? Eigentlich ist die Logik ist die gleiche wie bei Supermole Fools und Super Retards. Beide werten sich einen Namen ab. Richtig, ja. Also genau. Von vornherein ist der Name abwerten gegenüber sich selbst und was steckt dahinter. Genau, wir wollten einen Namen haben, der halt Fettheads kann man auch als Dummkopf oder so ja, übersetzen. Dummkopf. Und deshalb dachten wir, ja, Dummköpfe finde ich ganz gut. Wir sind's, auf jeden Fall. Alex Wirth fragt, haben wir leider schon beantwortet, wie ist die 530 so im Alltaggebrauch und seit wann fahrt ihr schon? Ja, die, wie lange fahre ich schon, haben wir beantwortet. Die XC-Alltag habe ich eigentlich auch schon so umrissen, ja. Ja. Alltag auf gar keinen Fall, das ist kein Alltagsmotorrad. Nee, kannst du abschminken. Das geht halt echt nicht klar. Das ist so ein Motorrad, damit kannst du mal am Wochenende fahren, wenn du Bock hast oder wenn das Wetter stimmt, du Zeit hast. Ja, viele stunten natürlich damit auch, ist klar. Kannst du auch machen. Einige fahren sogar ein Duo damit. Digga, was? Ja, aber jetzt einfach nur zum Bäcker fahren oder so. Also die muss ausgefahren werden. Ja. Die braucht das komplette Drehzahlband. Aber damit kannst du nicht zum Bäcker fahren oder zur Arbeit. Zur Arbeit auf gar keinen Fall. Das ist das Schlimmste, was du machst. Im gleichen Satz wird mal ganz gern genannt, dass die DRZ ja so viel alltagstauglich ist. Wohingegen ich auch mal sagen muss, dass die DRZ halt auch nicht so alltagstauglich ist. Also schminkt euch ab, hier irgendwie Kurzstrecken zu fahren. Nee, holt euch dafür einen Roller. Ja, da macht ihr jeden Einzelnen da zusammen mit, außer eine XT, glaube ich. Aber Kurzstrecken auch sind für eine DRZ echt tot. So 2-3 Kilometer ohne warm fahren oder groß. Also sie gar nicht warm zu bekommen, immer so im Kaltzustand zu fahren. Da hat man halt den höchsten Verschleiß die ganze Zeit. Auf Dauer macht es immer noch Peng. Ja. Kenne ich auch jemanden. Habt ihr schon mal Lilo ohne Helm gesehen? Nein. Nee, der war zu Besuch, hat den Helm aber nie abgesetzt. Ja. Der hat sogar damit geschlafen. Echt unhöflich. Er hat sogar damit geschlafen. Ich finde ihn auch echt extrem unsympathisch. Und ich habe mir überlegt, ob Lilo und Querli die gleiche Person sind. Weil bis vor kurzem hat man beide nie am gleichen Ort gesehen. Und die setzen auch nie einen Helm ab. Hm. Die können sich ja gegenseitig pushen. Also, scheiße. Oh, warte. Wie wäre... Das Video geht schon 13 Minuten. Ist egal. Ey, Glenn wollte unbedingt damit... Ey, sorry, Glenn, dass du nicht dabei warst, aber... Also, aber gibt's nicht. Wenn Glenn dabei gewesen wäre, hätte es nur Diskurse gegeben, so. Glaube ich, dann hätte aber Glenn seine Meinung gesagt und wieder ich und dann wäre es noch länger geworden. Christian Feimbube, wie wäre es mit einem Fan-Treffen vom Cinemotion? Da können wir ja, wie vom Marc gewünscht, Autogramme verteilen. Autogramme? Wer will denn Autogramme? Wer will Autogramme von... Ja, Fan-Treffen, Public Ride. Ja, genau. Public Ride. Wird bald wieder ein Public Ride geben. September. Ja, aber so, wo wir uns jetzt irgendwie hinstellen und uns so... Präsentieren? Nee, das machen wir nicht. Das sind wir nicht. Wir sind niemand. Wir fahren einfach nur, stellen unseren Scheiß halt hoch, machen gute Bilder. Ja. Und ja, wir nehmen uns nie so wirklich ernst. Und da wollen wir irgendwie keine Autogramme oder so verteilen. Wir sind niemand Besonderes. Ist halt irgendwo auch anmaßend. Vielleicht war es auch gar nicht so ernst gemeint. Also das ja, vielleicht. Okay. Aber ja, man hat uns schon nach dem Autogramm gefragt. Das ist nicht so... So abwegig, ob man. Naja, egal. Wie viele Teile musstet ihr schon an eurem Motorrad austauschen? Was bei dir ganz witzig ist, weil du fährst im Motorrad ja relativ kurz erst. Aber was hast du an der XC schon gemacht, alles dieses Jahr? Ach, eigentlich noch gar nichts. Nice! Getankt und Öl. Richtig, ja. Also halt XC, nur, ne? Nur Benzin halt so. Nee, ich habe die XC gekauft und das erste, was ich gemacht habe, war den Steuerkettenspanner erneuern, weil der Motor davor hochgegangen ist beim Vorbesitzer, der hat den ja neu gemacht. Der Motor ist hochgegangen, weil er einen falschen Steuerkettenspanner eingebaut hat, also auch schon einen mechanischen, aber einen beschissenen mechanischen. Der hat dann den Öldruck nicht richtig aufgebaut in dem ganzen Motor und dann hat der Motor zu wenig Öl gehabt, ist auch gegangen. Habe ich den gewechselt, dachte ich mir, gut, okay, Steuerkette machst du auch gleich mit. Wo so ein paar witzige Sachen passiert sind, aber na gut, reden wir nicht drüber. T-Punkt-Pinsel. Und dann ging der E-Starter von Anfang an nicht. Dann habe ich mir mal die Probleme der EXC 2008 angeschaut und das war halt die Nockenwelle mit dem Autodeko, was nicht so richtig irgendwie funktioniert. Also habe ich eine neue Nockenwelle eingebaut.
Aber jetzt, wenn man nur davon ausgeht, was ich jetzt repariert habe, was wirklich kaputt gegangen ist, habe ich eigentlich nur Verschleißsachen gemacht. Kaputt ist eigentlich nichts gegangen, oder? Nee. Also nur meine Lampe vorne ist kaputt gegangen. Ja, aber die hast du nicht ersetzt. Nö, mit der fahre ich immer noch mit dem Teelicht rum. Aber also kaputt ist bisher noch nichts gegangen, aber ich werde was machen müssen jetzt demnächst. Also ich werde jetzt Kolben und Zylinder machen müssen. Ja, aber wie gesagt, kaputt ist eigentlich noch nichts gegangen. Meine DLZ, die ich jetzt seit 2 Jahren und 6000 Kilometern, habe es mit 23 bekommen, jetzt hat sie mit 30. Ich habe gemerkt, Kotflügel vorne, Lampenmaske, Lenker, Lenkeraufnahme, Spiegel wieder rangebaut. Interessiert ja keinen. Was ist kaputt?